Der Buckingham Palast hat am Freitag ein bisher unbekanntes Foto von Königin Elisabeth II. Mit 10 ihrer Enkel und Urenkel veröffentlicht, um den 97. Geburtstag der verstorbenen Monarchin zu feiern. Das Bild wurde von der Prinzessin von Wales, die es auch auf Instagram gepostet hat, während des jährlichen Sommerurlaubs der königlichen Familie in Balmoral aufgenommen. Also nur kurz bevor die Queen am 8. September auf ihrem schottischen Feriensitz starb. Umgeben von Kindererlachenes zeigt, was sehr berührend ist, dass sie in ihren letzten Wochen umgeben war vom fröhlichen Lachen der Kinder und Kindeskinder ihrer großen Familie. Jüngste Enkelin und älteste Urenkelin Darby Idas Foto zeigt die verstorbene Königin im Schottenrock mit ihren jüngsten Enkelkindern. Lady Louise Windsor, 19, und dem heutigen Earl of Wessex, 15, die hinter dem Sofa stehen. Außerdem stehen hinter der Queen die vierjährige Lena Tyndall, Prinz George, 9, Prinzessin Charlotte, 7, Isla Phillips, 11, und Prinz Louis, der am Sonntag 5 Jahre alt wird. Die Monarchin sitzt neben der ältesten Tochter von Mike und Sarah Tyndall, Mia, 9, die ihren kleinen Bruder Lukas, 2, im Arm hält. Das älteste Urenkelkind der Königin, Savannah Phillips, 12, sitzt rechts neben ihrer Urgroßmutter. Nicht bei dem historischen Foto dabei waren Prinz Harrys und Herzogin Megans Kinder Archie, 3, und Lilibet, 1, die der Queen im vergangenen Sommer keinen Besuch abgestattet haben. Zum Zeitpunkt ihres Todes hatte Königin Elisabeth 8 Enkel und 12 Urenkel.